Hallöchen und herzlich willkommen bei Abtauchen mit Plötzlich Wissen. Wir sind Plötzlich Wissen und wir sind Inga-Marie Ramke Hallöchen. mit dem Dugong. Ja, warte, er kann sprechen, er kann sprechen. Er ist total fit. Neues Jahr, neues Glück. Richtig. Und Julia Schnetzer. Hallo. Hallo Hallo. Julia. Verliebt Und eben. natürlich André Lampe. Ich glaube, du bist über mir. Ja. Irgendwo da. Hallöchen. Gut, dass der Dugong wieder dabei ist, Inga, weil irgendwie im Chat, der wurde schon vermisst. Was? Wo steht das Habe ich denn? gelesen. Ich kann Hier nicht im lesen. Discord-Channel. Ich will jetzt gerade mal kurz Oh. draufklicken, sonst verschwinde ich auf Versehen oder so. Ja. Nee, das wäre dramatisch. Dramatisch. Ja. Aber ich Auf finde jeden auch, Fall. dass Dilhan echt zu wenig zu Wort kam in den letzten Streams. Ich glaube, Ja. wir müssen mal wieder Zukunftsvorhersagen machen oder so. Ja, das ist ja auch neues Jahr. Also, das Ja. ist ja schon gar nicht. Und er war ja, er hat auch mit Neid den letzten Stream geschaut, weil ich war ja nicht da und da gab es ja Seegras. Scheiße. Sie hat nichts mitgebracht. Oh. Ja, das Ja. war am Strand rum. Oh, Inga. Ja, das war okay. Naja, also beim nächsten Mal. Lüge. Na ja, gut, er kennt mich gut. Ja, dann wird er später vielleicht noch mal was sagen. Aber jetzt muss er sich ein bisschen zurückziehen und er kann ja sich tolle Dinge anhören von uns und dann auch noch anschauen. Und vielleicht hat er ja noch was dazu zu sagen. Irgendwas mit Neid vermutlich. Ja, Was? und Ja. ich sag mal Hallo in Chat, Fockaffe, schönen guten Abend, Humpalucky, Willi Willkür, Lauchpower und Liduxo haben schon im Chat Hallo. Hallo gesagt. Und Hallo. Willi Willkür kann ich direkt darauf antworten, nein, ich werde die Gnome nicht einbauen. Ja, was ist der, Ja, was ist bitte. der Insider hier? Ja. Warte. Aber du musst natürlich. Kann ich mal kurz zeigen? Bin ich drauf gestoßen auf das hier? Ja. Hier ist One Hour of Silence broken by Gnome Noises. Und das klingt so. Und wenn ich das jetzt einfach laufen lasse, kommt Es ist immer mal random. wieder. Zufällig halt unvorhersehbar ein Wuh. Ja, lass mal Nein. laufen. Ich lass mal laufen. Toll. Ja. Aber dafür brauchte ich nicht die zusätzliche Zeit, Willi. Und schon sind die Gnome eingebaut, Ja, schreibt schon sind die Lauchpower. Gnome eingebaut. Ja. Und schon. Ja. Zack. Hast du das in deinem anderen Stream gemacht oder wie? Nee, ich habe das vorgeschlagen, weil ich habe letzte Woche haben wir mal einen Mikroskopie-Stream gemacht und da hatte ich erst so ein bisschen Musik und ja, die war nicht die beste und ich habe eine Umfrage gemacht und die meisten Leute haben gesagt, ach, lass die Musik einfach komplett weg, es reicht auch, wenn du was erzählst, brauchen wir nicht zwangsläufig Musik. Und dann bin ich irgendwann darüber gestolpert, weil das ein anderer Streamer mal gemacht hat und ich fand es sehr witzig und ich habe es auf Discord geteilt und habe sehr viele verstörte, wir sind verstört GIFs zurückbekommen mit, was soll das? Und Tja, jetzt ist es hier drin. Wahrscheinlich jetzt machen wir es morgen auch verschwinden. an. Schön. Da. Aber ich find's gut. Okay, es Ich bin läuft mir jetzt noch nicht einfach. sicher. Schön. Schön, was man alles gleichzeitig machen kann. Hallo, Hossi. Schönen guten Abend, Hossi. Und Weird Beat auch. Ja, toll, dass ihr alle da seid. Wir sind auch da. Vielleicht sind auch zwei Ärztinnen da, aber ich weiß es nicht. Die wollten sich diesen Stream eventuell angucken oder auch später auf YouTube. Die habe ich kennengelernt, als ich jetzt auf Teneriffa war. Und Willi Willkür, du musst dann leider weiter. Na, dann kommst du bestimmt auch wieder.
wenn die Minkorrekte aufhören. Aber Schiffe, danke fürs Reinschauen. Ja, genau. Und die wollen sich das vielleicht nochmal angucken. Die haben nämlich Bock auf Wahlpower. Yeah. Glaube ich. Wahlpower. Ja. Ja, Inga, sollen wir damit eigentlich auch anfangen? Starten, ja, mit deinen Videos? Was ja, können wir. Können wir gleich gerne machen. Ich dachte, ihr wollt vielleicht auch noch erzählen, was ihr in der letzten Zeit so gemacht habt. Ja. Ich habe sie mir extra an den Schreibtisch gestellt diesmal, dass ich sie zeigen kann. Ja, ja, sie leben noch, aber ich glaube, der Winter macht ihnen auch ein bisschen zu schaffen. Also, oh, sind sie depressiv geworden? Wer im ja, Trend? ich glaube, es fehlt ihnen die Sonne, ja, auf jeden Fall. Hm. Vitamin D-Mangel. Ja, nee, also sie leben noch, aber ich merke so, also sieht man jetzt nicht, aber das, naja doch, da unten sieht man es vielleicht ein bisschen. Sieht man das, dass da so sich so ja. einiges abgesetzt hat? Ja, so war es bei mir auch, bevor ich sie weggeschmissen habe. Ja, genau, und das ist jetzt schon so mehr als sonst. Ja, mal gucken. Ich glaube, sie packen das schon, bis wieder Frühling ist. Du kannst dir ja ein paar Blumen daneben stellen, weil Blumen bringen ja gute Laune. So. Ja, sie stehen neben Blumen, also. Vielleicht leben sie deswegen noch. Vielleicht müssen es. Es ist möglich. Vielleicht müssen es tote Schnittblumen werden, weil Menschen erfreuen sich ja mehr an toten Blumen. Ja, es stehen auch tatsächlich tote Schnittblumen daneben. Hm. Und lebende, alles. Oh, alles. Okay. Alles am Start. Nein, nein, ich glaube, das wird schon. Das Popcorn. Ja. Sag mal, was ist der Gnom? Der Gnom ist Popcorn. Der Gnom kann... doch, der, André. Der doch. Gnom kann nicht auf Kommando. Ich würde einfach mal akzeptieren, dass das so... Achso, dass der Gnom mein Haustier ist. Nee, dass der auch mal Popcorn isst, auch wenn du das noch nicht wusstest. Achso. Und auch nicht die Popcorn-Version angestellt hast. Nee. Ich musste mein Haustier gerade runterbringen, weil der war ein bisschen unruhig geworden. Weil mein Hund war bis eben noch da. Julia hat ihn noch mitbekommen, aber den habe ich gerade runtergebracht. Der war hier oben unrastig. Und dabei habe ich eigentlich schon hier mal was vorbereitet. Ach, André. Hundecam. Du bist da, ist wirklich da. Also, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Ich bin so dankbar. Ich habe nämlich gerade, ich bin in den Chat reingekommen, nachdem Videos noch hochgeladen sind, worden sind von diesem Internet. Und dann warst du nicht mehr im Bild, also bevor wir diesen Stream gestartet haben. Und Julia berichtete, dass du kurz den Hund runterbrachtest. Und dann war ich schon ganz froh, dass er jetzt nicht mehr da ist, weil ich ja so einen großen Neidfaktor habe. Wobei... Das hast du eben nicht mitbekommen. Meine Nachbarin von oben, die vielleicht jetzt auch den Stream guckt, die hat sich seit heute einen eigenen Hund zugelegt. Das heißt, ich könnte da mir einen Hund ausborgen und ebenfalls eine Cam erstellen, um ein lebendes Tier zu zeigen, zum Neid von allen, was mit Knopfaugen, was ganz Niedliches. Ein Welpe. Weil, nee. Oh, der Gnom rastet aus. Ja. Ist kein Welpe. Okay. Nee, es ist kein Welpe. Es ist ein erwachsener Hund, der endlich jemanden gefunden hat, der mit ihm auch ordentlich spazieren geht. Auch schön. Ja, schön. Der ist sehr, sehr, sehr niedlich. Und ich habe schon alle Vorteile abgecheckt, weil... Meine Wohnung wird nicht nach Hund riechen. Ich kann nämlich den Hund, der nicht mein Hund ist, das heißt, ich trage nicht die volle Verantwortung, so wie früher. Ich kann einfach den Hund mir holen, weil ich habe den Schlüssel. Ja. Und dann bringe ich den wieder zurück. Und dann ist der ganze Dreck oben und nicht bei mir. Ja, das ist und ziemlich praktisch. Echt alle Vorteile eines Hundes, ohne selber die Nachteile tragen zu müssen, finde ich richtig geil. Ja. Also besser kann man das nicht. Das ist besser als einen Hund in einer Beziehung haben, weil wenn man eine Beziehung mit einer gemeinsamen Wohnung hat, dann hat man ja den Hundedreck zu Hause. Das stimmt. Und so, man braucht einfach nur einen Nachbarn mit Hunden. Geil. Oder Straßenhunde, mit denen man abhängen kann.
Ach, das habe ich gemacht. Ich war jetzt gerade auf, wisst ihr ja noch vom letzten Stream, Gran Canaria. Dann war ich zwischendurch auf Teneriffa und dann wieder zurück auf Gran Canaria. Und da habe ich dann einen Straßenhund. Ich habe einen neuen Hundefreund. War sehr, sehr süß. Normalerweise sind die Straßenhunde in Spanien eher, also es war auch kein richtiger Straßenhund. Es war schon einer, der zu irgendwem gehört hat, denn er hatte im Gegensatz zu vielen anderen Hunden ein Halsband. Aber normalerweise rasten die total aus. Also ich habe schon echt aggressive Hunde da erlebt, weil die randommäßig durch die Gegend lungern und sich selber Futter beschaffen müssen und so. Und der war super nett. Ja. Ja, also der Hund ist unten. Julia, wie ist deine Zeit momentan so zum, also du bist immer noch Algenmutti und Ja, sie leben noch. ja. War nicht so wirklich viel passiert, glaube ich. Ich habe André vorhin schon erzählt. Ich fahre übermorgen an die Ostsee, weil ich da einen kurzen Dreh habe mit ARD. Irgendwie, wir sammeln Plastik am Strand. Naja, komme ich mal wieder ans Meer. Ich gehe davon aus, dass das Wetter beschissen sein wird. Ja. Das Wetter ist ja gerade hier zumindest im Norden die ganze Zeit nur beschissen. Das stimmt ja gar nicht. In Hamburg ist Sonne. Ja, heute war bei uns auch Sonne, aber es war auch immer wieder grau. Und es hat die letzte Woche eigentlich nur geschüttet und so ätzende 5 Grad mit Regen. Ja, aber sonst ist, glaube ich, überhaupt nichts passiert. Ja, aber das, wann können wir dich denn im Fernsehen betrachten? Das weiß ich nicht. Das ist ja wieder spannend. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ach ja, und mein Buch als Hörbuch ist rausgekommen bei Audible. Habe ich das eigentlich schon erzählt? Du hast davon geredet, dass du das Vorwort eingesprochen hast oder so. Genau, ja, und es kam dann nämlich auch raus. Und ich habe das aber irgendwie verballert. Irgendwie, also ich wusste das, aber ich habe es irgendwie verballert. Und genau, und ich hatte das Vorwort eingesprochen, dann kam es raus und dann habe ich es irgendwie nach einer Woche gecheckt und dann habe ich reingehört und dann war aber nicht mein Vorwort drin, sondern das war quasi von der Leserin gesprochen und dann habe ich meinen Verlag nochmal angehauen und dann haben die Audible angehauen und ja, die haben das irgendwie verballert und jetzt ist aber die Version drin, wo ich das Vorwort spreche und dann, Ja. genau. Und es auf jeden Fall wird schon wieder richtig so krass, ne? Weil in dem Buch, also für alle Leute, die das Buch nicht kennen oder gelesen haben, weil ich gender ja in dem Buch und Ehrlich, das mit dem. die Leute gehen steil da drauf. Ach so, mega. Das ist so krass, wie die ausflippen. Also wir haben das halt auch mit unserem Podcast, weil wir da auch ab und zu gendern, wenn wir es nicht verballern. Wir verballern es natürlich auch total oft. Ja. Aber wir bemühen uns und kriegen es halt manchmal hin. Und die Leute flippen total aus. Das ist so das Schlimmste, was du Leuten antun kannst. Also ich glaube, das ist dann meistens so plus 60 oder so. Vor allem wahrscheinlich so männlich plus 60 ist wahrscheinlich die meisten davon. Ja, flippen die voll aus. Und es ist auch total krass, dass dann Leute irgendwie so. Ah, das ist ja so ein tolles Buch, aber mit dem Gendern, das ist so furchtbar. Ein Stern. Weißt du, dass du dann nicht irgendwie sagst, okay, ich ziehe einen Stern ab oder sowas, sondern nee, ein Stern, weil gegendert wird, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Das ist unglaublich. Ja, da geht's wieder ab in den Kommentaren. Oh Ja, und Mann, vielleicht ist schlimmer. es so eine Gruppe. Ne? Es gibt ja immer so Leute, die sich zusammenrotten und irgendwie Dinge schlecht machen, und zwar mit Ansage und einfach gleich ganz viele, die das quasi kaputt werten, so Dinge. Ja, voll. Also. Ja, also ich finde es halt irgendwie auch so, ach, es ist auch einfach so lächerlich. Also da denke ich mir auch so, hast du keine anderen Probleme im Leben, als dich drüber aufzuregen, dass gegendert wird. Und kann mal dazu auch sagen, dass ich hatte am Anfang gar nicht mir eigentlich nichts wirklich darüber Gedanken gemacht oder jetzt irgendwie gesagt, ich gender jetzt auf jeden Fall oder so, sondern ich habe das tatsächlich angefangen dann während dem Schreiben, weil mir halt so ein bisschen aufgefallen ist. Also zum einen ist es einfach so, dass in Meeresbiologie, aber wahrscheinlich auch in Biologie generell, sind halt einfach viele Frauen. Also gerade auch im Studium und so, das sind meistens irgendwie 80% Frauen, wenn nicht mehr. Also ich erinnere mich, als ich auf der ersten Konferenz war, wo ich jemals war, in dem Ding, so einer Korallenkonferenz, das waren, glaube ich, 90% Frauen, die da rumgelaufen sind. Also es ist wirklich sehr frauendominant. Und als ich dann quasi so geschrieben habe und über die Leute, ist mir das halt so ein bisschen aufgefallen, dass ich halt eigentlich finde, dass eigentlich von dieser Verteilung her müsste ich eigentlich immer die ganze Zeit von Wissenschaftlerinnen sprechen, also jetzt ungegendert, aber dann würde ich ja die Männer ausschließen. Und deswegen habe ich gegendert, damit ich die Männer nicht ausschließe. Und jetzt regen sie sich darüber auf.
dass sie eingeschlossen sind. Ja. Ja, wenn das vielleicht ein Hobby oder so. Aufregen. Ja. Genau. Bockaffe, genau. Susanne Grave liest das. Also ich kenne die nicht persönlich. Man kennt aber die Stimme. Also die spricht oft auch in so Arte-Dokumentationen oder sowas. Also ich durfte sie mir auch nicht aussuchen, wer das spricht. Aber ich fand, und auch irgendwie so Werbung und sowas. Also man kennt die Stimme, wenn man es mal gehört hat. Cool. Das muss ich mir nur noch mal auf Audible holen. Obwohl, ich kenne das Buch. Also, ja. Und im Hörbuch sind noch keine Bilder drin. Also. Ja. Ja, immerhin hat dich der Verlag nicht gebeten, die Bilder zu irgendwas einzusprechen sozusagen. Hier sieht man ein, keine Ahnung was, oder in Reimform. Meine aktuelle Herausforderung ist ja wieder, reime bitte die Sachteile von der einen Sachbuchserie, die ich schreibe. Das ist immer so. Ja, okay, diesmal muss ich Physik reimen. Dinge, der Gasluftballon, Fliegen, irgendwas. Die Sachthemen reimen. Ja, ich nehme dann ein paar Reime. Im Chat gibt es gerade eine Frage, wie heißt dein Buch nochmal? Das Buch heißt Wenn Haie leuchten. Ich habe auch nochmal den Link von Hansa in den Chat geworfen. Nee, Fokker hat gerade geschrieben, wenn es bei uns im Team zu harmonisch läuft, dann gender ich und schon kommt wieder Schwung in die Bude. Oh Gott. Sehr geil. Achso, ja, hier, das ist übrigens Tee. Es wurde gefragt, ob das ein Rotweinbehälter ist. Nein, es ist Tee. Weil ich keinen Bock auf Alkohol habe gerade. Ich war ja in Spanien, da trinkt man sehr viel Bier und das habe ich auch getan. Ich war ja im Urlaub. Und deswegen, also ich nenne es eigentlich aber eher Inspirationsreise. Und ich habe auch Sachen mitgebracht, die wir jetzt uns gleich angucken können. Insofern war es nicht nur Urlaub, aber es war sehr schön. Und dann ist mir eben aufgefallen, ich habe unangebrochen noch Weihnachtsbier. Das wäre der Rotwein ein Teil. Aber es habe ich noch nicht aufgemacht und es wird wahrscheinlich auch zu warm gleich sein, um es zu trinken. Aber ich habe es hier sicherheitshalber hingestellt. Man weiß ja nie. Achso, ja, bevor wir uns die Videos angucken, will ich auch noch kurz erzählen. Ich habe noch Dinge gemacht. Ich habe Zeug für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft moderiert. Ich war beim GFFA, das war das Global Forum for Food and Agriculture. Nein, das Gnome Forum for Food and Agriculture. Ja, Gnome Forum for Food and Agriculture. Und da habe ich den Innovation Pitch moderiert. Das war sehr schön. Also, das war wirklich sehr schön. Also, spannende Sachen, weil es waren, da ging es darum, dass so ein bisschen verschiedene Startups und Firmen ihre Ideen vorstellen, wie man quasi den für Bodengesundheit was tut. Also so das Motto war, Food Security starts with the soil. Und da waren irgendwie Bauern, die innovative Ideen haben und auch Startups gegründet haben. Ich dachte so, oh Gott, das sind irgendwie Startups. Was wird das, die sich mit Landwirtschaft beschäftigen? Und das war erstaunlicherweise einige Bauern, die Startups gegründet haben und einige größere Konzerne, zum Beispiel Ala war mit dabei, aber auch eine Initiative von der UN und vom WWF. Und die ganze Vorbereitung war total cool. Und das Zusammenarbeiten mit dem Landwirtschaftsministerium war auch großartig. Inga, was ist so da? Ist es laut? Nö. Popcorn? Nee, es sind M&M's. Die teuersten M&M's, die ich mir jemals gekauft habe, weil sie sind vom Flughafen von gestern. Oh. 100 Gramm 3,60 €. Entschuldigung, ich dachte, ich könnte es verheimlichen, aber es war ein Gnom. Ja, es war... Ja. Ich packe auch gleich hier die Chips aus, ey. Da wird's so. Oh, ja, wie heißen diese Videos, wo die immer nur so Geräusche machen? Essensgeräusche, ne? Ja. Ja, nee, so alles Mögliche, weißt du, wo die immer so irgendwas Sensation-Videos, was, weißt du, wo die dann irgendwie so. ASMR, nee. Ja, das meinte ich. Ist doch das Gnome-Video auch, oder? Ja, genau.
Genau, das ist auch zum Entspannen. Dass unerwartet ein Geräusch kommt. Ja, das hat echt, das war echt lustig, aber ich musste dafür in die Messe in Berlin. Also da war das Studio, wo ich dann, alle Leute waren irgendwie zugeschaltet, aber war wirklich ganz schön, das dann mal zu machen. Kameraleute waren ja weit genug weg und da waren noch irgendwie fünf, sechs andere, aber in so einer riesigen Halle waren wir halt zu 8 Leuten und so und da konnte man die Abstände gut einhalten. Ja, aber war schön, endlich mal wieder quasi in einem richtigen Studio sein und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe jetzt auch, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, ich habe jetzt die Agentur kennengelernt, die für die Wissenschaftsjahrseite zuständig ist. Das macht nämlich nicht die, das macht nämlich Nicht die nicht Punkt, Punkt, die, Punkt. die, Die Punkt, Punkt, Punkt. ja, die Agentur, die sonst für ganz viele Sachen beim Wissenschaftsjahr zuständig ist, sondern eine andere. Das war ganz spannend. Aber das nur am Rande. Aber auf jeden Fall, da habe ich ein bisschen, habe ich einiges darüber gelernt, was alles so an spannende Dinge gibt bezüglich Lebensmittelsicherheit, also Food Security und was man mit Bodengesundheit und so alles noch anstellen kann. Also hier ist auch ein Hof wurde vorgestellt, der hier in Brandenburg war. Also der hat sich selber vorgestellt und was die alles so treiben. Und das ist auch ein spannendes Hofkonzept. Also ja, das war lustig. Und demnächst werde ich mal wieder auf den virtuellen Trecker steigen und mal wieder ein bisschen Landwirtschaftssimulator spielen und mit Leuten aus der Agrarwissenschaft über solche Sachen quatschen. Ja, Toll, toll, ja. super. Landwirtschaft. Aber ja, ich meine, es gibt auch diesen, keine Ahnung, LKW-Fahrersimulator und die Leute finden das irgendwie geil. Ja. Ja, früher wurde nachts immer Ja. Bahnstrecke gezeigt. Warum nicht? Ja. Für jeden etwas. Ja. Es ist, Tüt, es tüt. ist, es macht so viel Spaß. So, ich kann ein Feld pflügen und mich dabei mit Ja. jemandem aus der Wissenschaft nett unterhalten. Es ist Viel witzig. besser als das echt zu machen. Da kann man sich Ich ja dann habe nicht so gut unterhalten. nicht über dich gelacht, André, sondern dass dieses Spiel existiert. Aber andererseits, ey, Farmville damals bei Facebook ging ja auch durch die Genau, Decke. ja. Das wäre auch ein Pumperlucky Zander. sagt, dass Landwirtschaftssimulator süchtig macht. Gut, dass ich Richtig. noch nie damit angefangen habe. Ja. Dann hätte ich nämlich jetzt Was keine hältst du da Zeit. davon? Ja, irgendwie der Neue hat sich jetzt schon, also es ist vor ein paar Wochen die neueste Version rausgekommen. Die haben schon eine hohe einstellige Millionenzahl Kopien verkauft. Ja, krass. Ja. Es ist eine Alternative zur komischen Realität. Nee, interessanterweise gibt es ganz, ganz viele Leute, die entweder Lohnunternehmer oder Lohnarbeiter sind oder Bauern selber, die das spielen zur Entspannung. Am Tag sitzen sie auf dem Trecker und machen das im wahren Leben und abends setzen sie sich auf den virtuellen Trecker und machen das halt Ja, so. das kann ich jetzt echt überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Ich Aber weiß es auch okay. nicht. Ja, Ja. Dinge, die es gibt. Genau. Inga, du hast uns Videos Ja, mitgebracht, hast du gesagt. richtig. Ich habe zwei Varianten anzubieten. Wir können beide machen, aber wir können auch gucken, ob uns nach einer schon alles erstmal reicht. Und da können wir ja mal die Menschheit, die da draußen sitzt, mit einbeziehen. Wollt ihr erst Whale-Watching oder erst schnorcheln gehen? Ich schalte schon mal um. Whale-Watching oder Schnorcheln? Oh, du, und wir haben noch einen alten Infodings. Abtauchen mit Fischbrutgebiet in der Arktis. Steht im Chat bei Nee. uns. Nein? Nein. Nö, ist neu. Fischbrutgebiet in der Ist Arktis. neu? Das, ja. Oh, cool. Ich habe diesmal Ich tatsächlich habe. drauf geachtet, Inga. Super gut. Ja. Okay. Also erst Wale und dann Schnorcheln. Gut. Erst Wale und dann Schnorcheln. Ja. Okay, dann schmeiße ich das hier mal an. Dann fangen wir doch mit Walen an. Dann haben wir ja mal die Wahl, zu Walen zu gehen. Warte mal, André. Ich glaube, also ich hatte dir ja einen Link geschickt, damit man sich da jetzt überhaupt erstmal orientieren kann. Ich war Whale-Watching machen.
Auf Gran Canaria, auf Teneriffa. Und dazu habe ich ein Google Earth Gedönse, weil ich das ja sehr beeindruckend fand, dass du beim letzten Mal Google Earth angeklickt hast, ja, um dahin zu fahren, habe ich dir einen Link dafür geschickt. Okay, welcher ist das? Du hast mir zwei Google Earth geschickt. Naja, der dazu gehört, das stand in der E-Mail drin. Super. Ja. Also es ist nicht Playa de Mogán, es ist der andere, falls man das im Link-Dings sehen kann. Nee, im Link kann man das nicht sehen, sondern der Marina. Dann mache ich das hier mal. Also hier sind wir noch in Deutschland und dann fliegen wir mal dahin. Ja, Marina South, richtig, fliegen wir da mal hin. So, zack. Damn. Damit ihr euch das überhaupt vorstellen könnt. Ich war in dieser Marina da. Ja, das ist ganz geil, ne? Mhm. Und da ist auch tatsächlich fast da, wo dieser rote Punkt ist, liegt das Boot von den, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll, Biosan, Bio und dann S-E-A-N. Da war der Gnom wieder. Also so wie Biologie und Science bisschen geschrieben. Ja. Das sind nämlich Wissenschaftler, die das machen. Die machen Whale-Watching und Schnorcheln und machen Open Education Resource-Sachen und arbeiten mit diversen Universitäten zusammen und haben auch immer Praktikanten da. Und ich habe mal nachgeschaut, die Frau, die mich da auf oder uns auf dem Boot begleitet hat, heißt, glaube ich, Marina. Und Marina ist nicht auf der Website von denen mit drauf. Das heißt, die ist eine Nachwuchswissenschaftlerin vermutlich. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe mich mit der jetzt hinterher noch nicht mehr per E-Mail oder so ausgetauscht, sondern nur auf der Fahrt, die wir da hatten. Und wir sind mit so einem kleinen Dingy sozusagen gefahren. Ein Fahrer, eine Wissenschaftlerin und 5 Gäste. Mhm. So. Und wir sind aus dieser Marina raus, aus dem Mund der Marina sozusagen. Und dann sind wir nach links rüber gefahren sozusagen. Da wo deine, wenn du die Maus jetzt nach links bewegst, genau. Nach links und dann raus aufs Meer. Relativ geradeaus. Und sind so, aber vor der, ja, sind da vor der Küste rumgefahren. Und ich habe das nächste, glaube ich, nicht markiert. Da kommt man dann irgendwann an einem Leuchtturm vorbei und so ein Kram. Und dann sind da irgendwann später, ist noch so eine Fischfarm. Ich weiß gar nicht, ja, ist auch, da muss man, glaube ich, noch um die Ecke fahren, damit man das sieht. Ist aber auch nicht so wichtig. Ich habe ein Video zusammengeschnitten von den Dingen, die wir gesehen haben. Okay. Ja, und vielleicht ist es manchmal ein bisschen lang, aber wir können ja da drüber einfach drüber quatschen dann teilweise auch. Ich habe mich bemüht, das in der Reihenfolge zu halten, in der ich da mit denen unterwegs war, also was die Tiersichtungen betrifft, und noch ein paar Untertitel dran zu tun, wo es nötig ist. Kannst du einfach starten im Prinzip jetzt. Alles klar. So, mit Biosan, damit das jemand... Achso, das war das Anfangsding. Da kannst du einmal kurz auf Stopp drücken. Das ist noch eine Info, die uns mitgegeben haben, wie viele Wale vor den Kanaren rumhängen. Nämlich wegen der Meeresströmung und auch dadurch, dass vulkanische Inseln sind und dann es sehr schnell, sehr steil bergab geht unter Wasser und sich da an einigen Stellen dadurch die Nahrungsgründe sehr, sehr praktisch vor Ort befinden. Und deswegen kann man da gut Wale sehen, die sehr nah an der Küste dran sind, weil es so wie beim Eisberg so steil bergab geht, die können da richtig tief tauchen und finden gutes Futter. Okay, ja, ja, und du hast halt, ja genau, eine Upwelling Area, das heißt, dass nährstoffreiches Tiefenwasser nach oben getrieben wird und dadurch hast du eben schön viel Plankton, das da wächst und dann hast du viel Grill und Spaß, was die Wale gern fressen. Ja, und da, wo Titel steht, hier steht, das ist so, ey, das ist der fucking Scheiß, der mir heute die ganze Zeit, es ist mit iMovie gemacht. Und irgendwie iMovie auf meinem neuen Computer und ich, wir sind keine Freunde. Mhm. Da steht, an da, wo Titel steht, hier steht, steht eigentlich Thunfisch. Haha. Weil das, was wir am Anfang überall gesehen haben, so derbe viel Thunfisch im Wasser. Und es war Kalima, deswegen ist das alles so silbrig. Und man sieht den Horizont nicht. Wir hatten richtig schlechte Bedingungen, um irgendwie was sehen zu können. Aber seht ihr da... Kalima war der Sandsturm, ne? Der Sandsturm von Afrika, mhm, ja.
Und man sieht, dass es da im Meer so rumzappelt. Ja, und das sind Thunfische. Das sind Thunfische. Und wir sind an so viel Thunfisch vorbeigefahren. Ich habe leider keinen springenden Thunfisch da drauf, aber das war jetzt nur so mal zum Einstimmen. Ich habe immer gedacht, es gibt wenig Thunfisch, aber da vor Ort gab es richtig viel Thunfisch. Das da wollte ich euch zeigen. Mach mal kurz auf Stopp, bitte. Yep. Das ist die dokumentieren immer mit ihren, auf ihrer Ausfahrt, was sie für Tiere sichten und geben die Daten dann an die örtlichen Universitäten weiter und machen auch Fotos, wenn sie irgendwie was finden. Und wir hatten drei verschiedene Sichtungen. GM, das schlüsselt sich später dann unten, ist so eine, ist das Bild nochmal aufgeschlüsselt. Oh Gott, dieses Tier da. ist es aufgeschlüsselt und GM sind die Pilotwale. Wir haben als erstes Pilotwale gesehen und zwar von 10.30 Uhr bis 10.42 Uhr, wie man sieht, mit Koordinatenkreuzen. Es waren wahrscheinlich Mütter, also so eine Herde gewesen mit vielen Jungtieren. Und die haben sich von uns nicht stören lassen. Sobald wir was gesehen haben, haben wir den Motor ausgemacht und sind in gebührendem Abstand geblieben, haben abgewartet und haben auch, ich glaube, das hört man gleich auf einem Video, einmal ein Unterwassermikrofon reingehängt und gucken, was da so für Interaktion ist. Cool. Und dann kann es weitergehen. Das geht's. Ja, das Hauptverhalten war Traveling bei den Pilotwahlen. Ja. Und so, das ist nochmal ein Überblick, wie die aussehen. Pilotwahlen sind da rechts im Bild. Und links ist der große Tümmler. Und das war ein Bild. Oh, guck mal da. Dieser Titel könnte hier stehen. Diesmal zu klappen. Okay, you can see the fins. Okay, because they are feeding them. Well, these are pilot whales. One of the resident species. Seht ihr die da im Hintergrund? Mhm. Ja. Es war ganz schön weit weg, oder? Ja. Ja. Ah, deswegen habe ich da nochmal ein Foto. Okay, cool. Und das, da sind sie näher dran, weil die sind, die waren so entspannt, die haben einfach nichts gemacht da. Also sind uns nicht ausgewichen oder so oder weggeschwommen. Ihr guckt jetzt einfach von der Küste weg oder wart ihr so weit draußen, dass man die Küste gar nicht mehr sieht? Man konnte die Küste, glaube ich, noch so halbwegs sehen. Aber wir gucken von der Küste weg, ja. Ich glaube, jetzt haben wir das Hydrofon drin, oder? Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, was ist das für ein komisches Geräusch? Okay. Ja. Da schnacken sie. Klassisches Gespräch. So, da, jetzt kommen wir zum atlantischen Fleckendelfin. Hallo! Die sind sehr viel näher rangekommen.
die haben sich nicht unterhalten, haben wir auch den Versuch gemacht, was zu hören, aber ja, war direkt nicht zu hören. Bei der anderen Gruppe der Pilotweile waren ja auch viele Kinder dabei. Das heißt, ich glaube, die haben da ganz viel erzählt und erklärt, so, was man als Pilot mal so machen muss. Bei den Tümmlern so, ja. Mama, egal. Das Video ein kleines Stück leiser. Ja, mach das. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Springen da Sachen gerade? Ja, ja, das Krasse ist, die Delfine haben sich mit den Thunfischen zusammengetan und waren da am Jagen. Und deswegen springen da auch ab und zu. Das sieht man aber nicht wirklich gut. Nee, aber man hat gesehen, dass irgendwas rumfliegt. Ja. Und ich wusste nicht, ob das jetzt irgendwie, also ob meine Augen spinnen oder ob nee, spinnen nicht. Es passierte wirklich. Die Delfine sind nicht so doll rausgesprungen, aber die Thunfische sind gesprungen ohne Ende. Aber ich habe leider keinen springenden Thunfisch dabei. Oh, das. Mhm. Es ist auch einer direkt unterm Boot durchgetaucht und so. Wollte ich dann ein Foto von machen, hat nicht geklappt. Naja. Oh, der Gnom. Der Popcorn-Gnom. Oh, jetzt will ich auch was machen. Schlimm, ja. Ja, wenn man erstmal einmal anfängt. Ich sag dir, mach, tu es nicht, Julian. Tu es nicht. Wir haben noch Chips hier. Jetzt sind sie direkt vorm Boot. Ja. Oh. Ja, I wish you were here. Also, da guck mal, wie nah. Ja, ja, danke. Dankeschön. Jetzt habe ich das Fernsehen. Ja. Ah ja, da sieht man auch was von der Küste. Boot, ne? Genau, da sieht man was von der Küste und da sieht man vor allem so ein großes Schiff, die immer mit Echolot versuchen, die großen Gruppen aufzustöbern. Naja, da sind wir natürlich nicht hingefahren. Die meisten Delfine waren bei dem Katamaran. Aber nicht, weil die zum Katamaran wollten, sondern weil der Katamaran zu den Delfinen will. Und dahin sind ganz, ganz viele Thunfische und Delfine auch gewesen. Ist zu laut mit den Chips? Nö. Ich höre die überhaupt nicht. Nö, ich höre die auch nicht. Ja, das Geile ist, dass ihr so ein kleines Boot hattet. Ja, voll. Ich kann die mit auch, dem Katamaran gehört nicht zu euch, sondern es ist einfach eine andere Touristengedöns. Ja, genau. Ja, das ist so eine große Whale-Watching-Tour mit denen da gewesen. Tada! Wir haben uns dann irgendwann entschieden, normalerweise hören die einfach, also wenn die Delfine oder Meerestiere große sehen, dann hören die auf, mit dem Boot zu fahren, bleiben stehen und gucken und schneiden denen auch nicht den Weg ab oder so. Und da wollten wir dann einfach weg, aber die Delfine sind uns hinterher. Und die Sicht war echt, es war morgens um 10, 11. Schlimm. Ist es teuer? Nö, jein. Also ich fand's okay. 50 Euro oder so für 2,5 Stunden. Das geht ja voll. Ja. Und ich fand die halt auf dem Boot super. Die haben echt toll alles erklärt und
waren auch ein bisschen so, ja, wir können euch auch nicht garantieren, dass irgendwie was kommt. Mhm. Wir schauen mal. Da hinten seht ihr wieder diese Wellen. Da sind wieder ganz, ganz viele Thunfische, wo es so rau ist da. Mhm. Mhm. Das fand ich richtig krass, wie viele Thunfische auf einmal im Schwarm da jagen. So, und dann kommt die letzte Spezies und das ist der an der Local, der Resident Delfin, und zwar hinten bei den Fisch. Da ist so eine Fischzucht. Nee, der Bottlenose war das. Und die wissen, dass bei der Fischzucht richtig viel Futter abfällt und machen sich dann keinen Stress und gehen einfach direkt schon zum Snacken zur Fischzucht. So. Deswegen hängen viele Schildkröten rum. Und da sind Leute mit Seekajak unterwegs gewesen. Und da ist das Video zu Ende. Da ist das Video schon zu Ende, ja. Ja, von denen haben wir nicht viel gesehen. Okay. Ja, Whale-Watching im Kajak ist auch richtig geil. Mhm. Ja, wir müssen schnell wieder ein Video anmachen. Jetzt hört man nämlich, dass wir essen. Alles klar. Scheiße. Dann mache ich hier das. Und da ist der Gnom wieder. Warte mal, ich muss mal gerade. Ach, ist noch Zeit. Ich möchte es auch einmal durchhören, André, weil das ist klar. Übrigens, der atlantische Fleckendelfin. Ah, geil. Selbstgemalt. Und ist es ein älterer oder ein jüngerer? Weil wir haben ja gehört, wenn die älter werden, dann haben die mehr Flecken. Hat ziemlich viele Flecken, ne? Ist ein altes, also, ein weises Tier. Er ist ein älterer, aber es ist auch halt auch ein bisschen künstlerische Freiheit mit dabei, ne? Ach ja? Sowas. Frau Dr. Schnetzer, was fällt Ihnen ein? So, schnorcheln, ja. Inga. Ja, schnorcheln. Naja, also pass auf, warte. Beim Schnorcheln habe ich jetzt, das habe ich vor, weiß nicht, also ich war morgen vor einer Woche, war ich Whale-Watchen. Und an dem Freitag davor war ich schnorcheln, weil ich wollte nochmal irgendwie gucken, wie die Tiere, wo welche Tiere so rumhängen. André, was hast du für ein Gesicht? Was ist los? Nee, morgen letzte Woche warst du Whale Watchen und den Freitag davor. Und ich habe gerade versucht, die Tage. Ja. Also vor 6 Tagen und vor 10 oder so. Ja. Ja. Naja, ist auch egal wann. So. Ja. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob die Tiere an anderer Stelle andere sind, weil ich doch immer in dem Hafen in Gran Canaria schon letztes Jahr versucht habe, die örtlichen Haie, den Rochen und den Oktopus zu finden, die da wohnen. Ich weiß, dass die da wohnen. Die da wohnen. Ich habe die ja bisher noch nie getroffen. Habe ich diesmal auch nicht. Und dann bin ich da von Playa de Mogán mit dem Yellow Boat. Das sind super nette Leute auch. Das war sogar noch günstiger und mit Essen. War aber auch nicht wissenschaftlich, sondern einfach Touri-Gedönse. Und dadurch, dass gerade Corona ist, war auch nichts los an Bord. Und es war sehr, sehr entspannt. Bin ich da um die Ecke einmal zum Schnorcheln. In so eine Bucht, in der man da schnorcheln geht. Und wie es unter Wasser aussieht, ist so wie überall an der Küste, da wo ich zumindest gewesen bin. Und man kann tropische Fische finden. Der Gnom, ey. Und ihr werdet da gleich eine kleine Auswahl sehen. Und ich habe jetzt, seitdem ich schnorcheln war, die Unterwasserkamera-Videos nicht gesichtet und war mir nicht sicher, ob ich das eine Tier finden würde, was ich unbedingt sehen wollte, was von dem ich nicht sicher war, ob ich es aufgenommen habe. Ich habe es gesehen, aber ich war mir nicht sicher, ob ich es aufgenommen habe. Was glaubt ihr? Habe ich es geschafft? Ja, hast du. Ich glaube, du hast es geschafft. Ja. Ja. Ich habe es geschafft. Ich bin so glücklich gewesen vorhin, dass ich das. Und wollen wir schon verraten, was es ist, oder einfach mal gucken? Also ich sag nichts, aber ich habe schon eine Vermutung, was es ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe davon geschrieben. Ja, dann gucken wir mal an. Gucken wir es einfach mal. Gucken wir mal an.
El Perchel ist der Name vom Strand. Ach so, wenn du wissen willst, was oder ist, habe ich dir Google Earth geschickt. Ach so, das ist der andere. Ja, natürlich. Hier ist wieder ja. Deutschland und dann ja. fliegen wir nochmal da unten hin. Ja, aber diesmal nach Gran Canaria und nicht nach Teneriffa. Ja. Und wer wissen will, wie es überhaupt so aussieht, ich habe ein Instagram, ich habe alles zugeballert mit Fotos. Also nicht mit Unterwasservideos, aber mit Fotos. Ich habe wieder extrem, ich bin eskaliert fototechnisch. Das stimmt. Das sieht schön aus. Mein Gott, so ein riesiger Berg und dann so ein... Mhm. Ja, es ist ein Strand, an den man nur kommt. Der Gnom findet es auch geil. Mhm. Ja, der Gnom kennt sich aus. Ja, also ich finde, nachdem ich jetzt Teneriffa gesehen habe, ich bin jetzt die letzten 4 oder 5 Jahre immer auf Gran Canaria gewesen. Und ich mag Gran Canaria total gerne. Ich kenne da jetzt aber sehr, sehr viele Orte. Und ich mich hat deswegen Teneriffa total von den Socken gehauen. So, weil die diesen Teide-Nationalpark haben. Ne? Den hat man halt nur einmal auf der Welt. Aber das, was ihr jetzt seht, das ist die klassische Westküste von Gran Canaria. Extrem hohe Berge, also ganz schroffe, steil abfallende, steil abfallendes Gebirge. Muss man auch schön, wenn man da Auto fährt, sollte man Kurven mögen. Ich mag Kurven, ich fahre gerne Serpentinen. Man kommt ohne Serpentinen da nicht so gut durch. Jetzt Video. Das Video. Genau, das sind die Fischfreunde, die man dort finden kann. Und ihr könnt ja mal im Video schauen, ob ihr da welche, wenn auch welche, zumindest Julia vielleicht. Oder auch alle, die zuschauen natürlich. Ne? Also das ist so, es gibt natürlich noch mehr Fische, aber das sind die, die da man am häufigsten findet. Und hier geht's ins Wasser. War es kalt? 19, 20 Grad. Also schon frisch, aber... Oh. Ja, aber für die Leute, die uns... Ja, die hatten die angefüttert mit Brot. Ja, das sind auch immer die... Ich weiß gar nicht, was das für eine Art ist, aber die hängen immer am Boden rum. Ja, das ist... Ich glaube, es steht mit auf dem Zettel, den wir da gerade gesehen haben. Der kommt aber noch vor, können wir das nächste Mal stoppen. Da bin ich so ins Wasser und dann wollte ich ganz schnell weg von allen anderen Leuten, die mit auf waren und bin dann Richtung Steine. So. Das sieht man da. Steine, 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 weil wir wissen ja, die Fischis hängen alle an den Steinen und grasen die Steine ab oder verstecken sich zwischen den Steinen. Steine, it's a thing. Die Kamera ist also sehr voll coole Bilder. Die ist geil, ne? Das ist eine billige Unterwasserkamera. Was? Ja, ich bin da kurz raus und habe festgestellt, dass dahin richtig geile Krebse sind und dass ich die sehen wollte und so. Hier, ich glaube, vielleicht oben rechts, also jede erste Reihe auf jeden Fall hier. Ja. Die hat einen schwarzen Fleck am, das ist vielleicht der zweite von Stimmt, ja, die hatten so einen schwarzen Fleck am. Fischlaus? Ja. Ich habe da mehrere. Guck mal da. Da ist. Was? Wo? Da ist der Fisch links rausgeschwommen. Der hier? Seht ihr das oben? Seht ihr das da oben? Ja. Ich bin total ausgeflippt, als ich das gesehen habe und ich wollte den verfolgen und das hat geklappt und ich war mir nicht sicher, ob ich es aufgenommen habe, aber da das sitzt ist so eine Fischlaus. Eine so krasse Fischlaus. Die ist, weiß ich nicht. Was? Die ist so groß. Ist es der Wahnsinn? Es ist der Wahnsinn. Was? Ich bin, ja. Abgefahren. Der Gnom findet es auch gut. Der Gnom findet es auch. Ja, ich habe das nochmal vor- und zurückschwimmen lassen, weil ich so begeistert war in meinem Video. Und dann bin ich weitergeschwommen. Alles klar. Und da, man sieht da einen Plastikmüll, ne? Auch da. Und wir haben übrigens beim Walbeobachten auch ganz viel Plastik rausgefischt. So. Also die Sicht war ganz gut. Das war sie nicht die ganze Zeit. Also jetzt bei dem Tauchgang schon oder bei dem Schnorchelgang schon. Aber durch Kalima und Meer war das teilweise richtig bescheiden. Wir hatten echt Glück. Da könnt ihr nochmal abchecken, was es so für Fischis waren, theoretisch.
Es sind auch von den bunten rechts unten und die mittlere Reihe da rechts, die sind auch aufgetaucht. Ja, die Damselfisch habe ich gesehen. Parrotfish ist mir nicht aufgefallen, aber ich war auch zu fasziniert von der Fischlaus. Die Fischlaus ist, ja. Habe ich noch nie gesehen. Krass. Ich auch nicht. Ich bin so schockiert, überrascht, verwundert, begeistert gewesen. Weil da ist ein Parrotfish, oder? Ja, ja. Ja, das ist eine Fischlaus im Ozean zu treffen, im Korallenriff, im Steinriff. Steinriff. Ohne Korallen hier. Ja, ist einfach fucking amazing. Mhm. Ja, das so oberflächennahe Fischschwarmgedönse, keine Ahnung, was es, aber es war da. Und schnell. Ja. Und ich musste dann nach einer halben Stunde bin ich auch raus. In mir war richtig kalt dann am Ende. Ja. Bin ja, da, ohne Neo- genau. 20 Grad ist dann halt auch nicht so warm. Nee, ohne Neopren. Aber auf dem Boot gab es dann, es gab die ganze Zeit freie Getränke und dann auch, nachdem wir wieder aus dem Wasser raus waren, Essen. Es gab also Sangria, Bier, Softgetränke und die klassischen kleinen Kartoffeln, die Schrumpelkartoffeln. Und Patatas Bravas? Nee. Ja. Viereckig, oder? Ja, ich weiß auch nicht, wie. Also, ja, Papas Arrugadas heißen die, glaube ich. Oh, da war ein Seestern. Was? Da war ein Seestern? Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich glaube schon. Ja, Mach nochmal zurück, André. War da ein Seestern? Das da. Da? Ne. Da? Ja. Nee, das ist. Das hier unten? Mhm. Hm. Nee, ich glaube nicht. Ein Schwamm. Ja. Nee, war nur orange, das ist ein Schwamm. Ja. Ja, ich habe nämlich versucht, einen Seestern zu finden, aber stattdessen hatte ich mehrmals Glück mit irgendwelchen Fischschwärmen und mit der Fischlaus. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Fischlaus. Ja. 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 Und oh, da ist auch so ein langer Kollege, ne? Mhm, ja, der lange Kollege dazwischen, ja. Was hast du gerade gesagt, Jules? Eine Fischlaus, die ungefähr ein Drittel so groß war wie der Fisch. Ja, deswegen habe ich die überhaupt gesehen, weil die so richtig dick war. Ich habe das Gefühl, der Fisch muss bald sterben, weil wenn man so einen Parasiten hat, dann... Das ist ein Selbstmordkommando quasi für die Fischlaus auch. Die muss sich dann ja neu umschauen, wenn wir erstmal... Ja, nach was Größerem. Ja, mit mehr Zimmern. Lage, Lage, Lage. Mhm. Ja, was das hier für ein Fischschwarm ist, weiß ich nicht, aber es ist ein Schwarm. Und er grast irgendwas ab da, würde ich mal behaupten. Mhm. Die Alternative zu Seekühen. Eine Fischherde. Brrr. Und das sieht man dann... Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Gnom richtig geil finde. Ich bin ihn richtig geil. Ich auch. Chat, wie findet ihr den Gnom? Ja. Würde mich auch interessieren. Ja, jetzt haben die anderen auch schon Hunger, weil wir die ganze Zeit fressen, ey. Tja. Sind deine Chips alle? Ja. Also ich die Packung war auch nicht voll, ne? War nur noch so ein bisschen Rest. Jetzt, wenn ich mir das so angucke, dann bin ich ganz schön lange an diesem Schwarm da gewesen. Ja. Das ist ein schöner Schwarm. So, jetzt schwimmt es weiter. Man hört's. Ich habe das ja vor allem schon geschnitten, ne? Das ist ja vorgeschnitten, das Zeug, weil ich richtig viel weit schwimmen musste, um mal von einem zum anderen zu. Ah, und da ist auch so ein bunter jetzt. Da ist wieder ein bunter, ja. Das kann ein Parrotfish wieder sein. Mit wie vielen wart ihr da auf dem Boot?
3, 2, 6, 7, 8 Leute. Okay. 8 Leute plus die gefahren. Das ist das Boot da im Hintergrund. Damit könnt ihr euch vorstellen, wie groß. Das Boot war richtig groß und. Und man sieht ordentlich was von der Steilküste. Das sieht auch geil aus. Ja, ich musste ab und zu mal meine Maske abnehmen. Das ist nochmal der Fischüberblick für alle, die wissen. Ich glaube, dass der eine lange Fisch war der Trompetenfisch vermutlich, der unten mittig ist. Und von dem Damselfisch, das ist das rechtsmittige, sehen wir noch die Babys gleich. Dann habe ich nämlich einen Schwarm entdeckt. Und da ist es, das sieht ja jetzt nicht so aus, als ob es da super schnell steil abfällt. Oder täuscht das? Also ist es da nicht weit, bis es da dann richtig weit in die Tiefe geht? Das geht relativ zügig. Ich bin immer im Becken, also im oberen Bereich. Ach so, das war ja so eine Bucht. Das war so ja, eine, ich so bin eine... nur in der Bucht. Alles klar, ja. Okay. Aber ich habe ganz am Ende, sieht man, wo das Schiff ist, da ist es auch schon viel steiler. Da habe ich ganz kurz, da wechselt der Untergrund. Dann sind nicht mehr so viele Geröllsteine da. Mhm. Da seht ihr, das sind Damselfischbabys, die da im Wasser stehen. Ganz also, viele. Ja, tausend, Millionen, also quasi schon zooplanktonmäßig. Also sind groß schon, aber... Die schweben da so im Wasser mit. Bestes Fischfutter. Wahrscheinlich hat sich deswegen die Fischlaus auch gedacht, naja, der größere Fisch wird jetzt diese anderen fressen, also habe ich ein bisschen was. Wenn ich drin fliegen bleibe. Wovon leben Fischläuse? Also, ich muss mal nachgucken. Ich habe mich da mal beschäftigt, habe aber vergessen. Ich guck's gerade mal an. Okay. Da siehst du wieder sich relativ nah. Ja, ja. Da sieht man auch das die Wellen, die da schön schäumen. Mhm. Und dann bin ich auch gleich auf dem Rückweg, weil mir zu kalt geworden ist. Ah, okay, die saugen Blut. Oh, okay. Ja. Sind Vampire. Zecken. Okay. Hallo, Guerillaschieb. Schönen guten Abend. Guerillaschieb ist mal wieder da. Ja, wie schön. Wir sehen uns gerade die Unterwasserwelt vor Gran Canaria an. Okay, also sie saugen Blut und dann, also wie eine Zecke, und dann lassen sie auch wieder los und gehen wieder. Na gut, dann hat der Fisch eine Chance. Dann war es nur ein temporär. So. Aber anscheinend kann das schon auch, also dass Fische, die oft befallen werden, dass sie eine höhere Sterblichkeit haben, dann kann ich schon ein bisschen mitnehmen wohl. Da sieht man alles verkehrt rum, weil ich nochmal meine Maske neu sauber machen muss. Okay. Warum hast du das nicht rausgeschnitten? Weil mir nicht bewusst war, dass es in diesem Video mit drin ist. Okay. Ich dachte eigentlich, wir sind auch schon am Ende. Wie lange dauert das denn dann noch? Noch 2 Minuten. Ja, okay. Ah, ich dachte am Anfang des Videos dauert 3 Minuten, ich habe das falsch gelesen. Ah. So, und an der Leiste stand irgendwie, aber wahrscheinlich war das schon abgeschnitten. Die Restzeit, ja. Ja. Aber da sieht man, dass sich der Untergrund wieder verändert. Da bin ich in Richtung Schiff wahrscheinlich schon langsam. Also nicht mehr ganz an den Steinen an der Küste. Oh.
Es wird schon schnell tief. Oh ja. Aber dann wahrscheinlich, dass das richtig abfällt, das ist schon noch ein gutes Stück weiter draußen, ne? Weil du hast ja dann schon so ein bisschen flacher auslaufen. Ja, okay, da ist das Schiff. Ja. Genau. Deswegen gibt es immer an diesen Orten, wo es eben so diese Steilwände gibt und dadurch dieses Uprailing hast du viele Wale. Deswegen hast du auch hier in Kalifornien bei Monterey, ich glaube, das ist der Ort, der quasi am nächsten am Land so richtig krass abfällt. Also da ist auch so ein Canyon, der geht, glaube ich, bis 4000 Meter runter. Und deswegen macht man da auch so gern so Tiefseeforschung und sowas, weil du halt überhaupt nicht weit mit dem Boot rausfahren musst und es wird schon so tief. Und deswegen hast du da auch so viele Wale. Da kann man auch ganz super Whale-Watching machen. Da ist man dann aber in größeren Booten unterwegs als das, was ihr hattet. Ja. Was blöd ist, weil je kleiner das Boot, desto näher am Wasser bist du und desto cooler ist es, die Wale zu sehen, weil du so näher dran bist. Und ja, hast auch mehr Leute auf dem Boot und es ist auch deutlich teurer. So, Video vorbei. Ja. Ja, Video vorbei. Das war der Ausflug unter und über Wasser mit Tieren. So, hier, ich zoome da nochmal rein. Oh. Man sieht dann schon, okay, es ist etwas flach und dann, ja, wird schnell tiefer, ne? Krass. Ja. Ja, aber schön, Inga. Danke für. Ja. Dass wir ein bisschen teilhaben durften an deinem Urlaub. Es war eine Inspirations-Recherchereise. Okay, Inspirations-Recherchereise. Alles klar. Ja, schön. Ja, soweit von mir. Ja, ich weiß. André hat ein Experiment mitgebracht. Ja. Wollen wir ein Experiment machen, André? Aber ich weiß nicht, ob du noch vorbereiten musst, weil ich glaube, ich müsste auch mal kurz pinkeln gehen. Nee, ich kann Experiment machen. Ich muss einfach nur, ich bin vorbereitet. Aber sie will sagen, sie braucht eine Pause. Ich muss mal kurz pipi, aber ich kann ja auch. Ach so, wir können auch. Verschwinden und gleich wiederkommen. Nee, ich weiß können nicht. Wir können auch eine Pause machen und nach der Pause mache ich das Experiment. Ja, also ich brauche auch nur 2 Minuten. Also ich kann auch einfach schnell gehen und gleich wieder. Dann geh jetzt doch einfach und dann reden André und ich mit Gerea Schieb über, wie man Kinder ins Bett bringt. Ich meine, wenn man Fockaffe muss den Hund auch kurz rausbringen, insofern. Pause ist gut. Sie müssen. Ah, und Fockaffe hat einen ganz niedlichen Hund. Hat sie neulich schon auf Discord gezeigt. Wie fies. Oh. Dieses Hundethema verfolgt mich. Tja. Ja, da wollen wir dann einfach 5 Minuten Pause machen und dann können jetzt alle das. Ja, 5 Minütchen. Und alle anderen können sich einen kleinen Snack holen. Ja, und mal schnell die Ofenkartoffeln anmachen. Ja, Kartoffeln. Ja, und ich kann den Rest von Popcorn essen, ohne dass es auffällt. Alles klar. Dann ja, machen wir das. Dann bis gleich. Ja. Juhu. Genau, 5 Minuten. Bis gleich.